heute einiges zum Thema Newsletter und Mailchimp. Und zu dem Thema haben wir heute Robert Behren von Mediale Pfade hier bei uns. Hallo Robert. Hallihallo Matthias, grüße dich. Ja, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Ja, erzähl doch mal, warum kennst du dich denn mit dem Erstellen von Newslettern aus? Das Erstellen von Newslettern ist ja vor allen Dingen dann wichtig, wenn man viele Leute informieren möchte über Sachen, die so vorgehen. Und was ich hier bei Mediale Pfade mache, ist unter anderem das Community Management für ein Netzwerk, was sich mit Webvideo beschäftigt, bewegtbildung.net. Und im Rahmen dieses Community Managements ist natürlich immer wichtig, dass zentrale Informationen fürs Netzwerk gut verteilt werden. Und da hilft der Newsletter ungemein. Okay, und erzähl doch mal, warum und wann sollte man einen Newsletter schreiben? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Das ist natürlich ist der Newsletter im Gegensatz zu vielen anderen Kommunikationsformen, die aktuell existieren, immer noch was, was sehr zentral rausgeht. Das heißt, Newsletter ist immer dann wichtig, wenn eine Institution oder Stelle, ein Projekt über bestimmte Sachen informieren möchte und da auch so ein bisschen die Hoheit über die Information behalten möchte. Und wenn es nicht in erster Linie darum geht, einen Rückkanal aufzumachen, wie es bei Social Media normalerweise der Fall ist. Also es geht nicht um einen Dialog, sondern es geht erstmal darum, zu informieren und im nächsten Schritt vielleicht auch noch Leute zu was aufzufordern, also zu spenden, bei einem Termin sich anzumelden, zu einer Veranstaltung zu kommen, ein Projekt zu besuchen, wie auch immer. Also der Call to Action, kann man das nennen, der sollte eigentlich auch immer Teil von so einem Newsletter sein. Also Information und Aufforderung, was zu machen. Okay, und ich habe aber noch nicht ganz den Punkt verstanden, warum man das nicht auch einfach über Social-Media-Kanäle machen kann. Warum über Newsletter? Was ist der Punkt? Vielleicht kannst du das nochmal so auf ein paar Sätze. Entscheidend bei dem Newsletter im Unterschied zu Social Media ist, dass du im Normalfall einen ganz klar und fest umrissenen Kreis von Leuten hast, die du adressierst. Das heißt, du hast im Normalfall eine Liste von Kontakten. Das können zum Beispiel Pressekontakte sein, wenn man irgendwie die Presse informieren will. Das können die Netzwerkmitglieder eines Netzwerkes sein. Das können Leute aus dem Projekt sein. Und diese Liste, die lässt sich relativ gut bearbeiten und nutzen und dann eben immer wieder denselben Leuten dieselbe Information geben. Und das Ganze ist dann eben auch nochmal ein bisschen verbindlicher. Es hat sozusagen fast was von einem offiziellen Dokument. Außerdem, im Gegensatz zu Social Media, bleibt es dann sozusagen auch erstmal intern. Genau. Du hast ja jetzt erzählt, wann man das wie machen sollte. Wann sollte man denn keinen Newsletter aufsetzen? Weil ich krieg hin und wieder Newsletter und ich habe irgendwie das Gefühl, es geht ganz vielen so, dass Newsletter gar nicht so häufig gelesen werden. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Man meldet sich zum Newsletter an, wenn man von einer bestimmten Institution oder von einem Projekt wirklich Infos haben will. Und es gibt natürlich alle möglichen Arten von Newsletter, also Business-Newsletter von irgendwelchen Dienstleistern, sonst was, alle schicken Newsletter rum und deswegen wird man relativ schnell müde, die Dinger zu lesen und überfliegt sie eigentlich nur. Deswegen sollte man keinen Newsletter versenden, wenn man nicht wirklich eine wichtige Information zu präsentieren hat. Wenn man einfach nur ein bisschen in Austausch kommen will, dann sollte man vielleicht eher Social Media benutzen. Wenn man wirklich was hat, was man aufbereiten will mit wichtigen, verbindlichen Informationen und eben der Aufforderung, sich hier oder dort anzumelden, dann ja. Einfach mal so zwischendrin zur Belustigung wird die Aufmerksamkeit des Publikums strapazieren und dann lieber nicht. Okay. Was sind denn deine Tipps für Think Big Projektmacherinnen, die sich eventuell mit Newslettern beschäftigen wollen? Na, ganz wichtig ist am Anfang erstmal herauszufinden, wen man mit einem Newsletter bespielen möchte, wen möchte man mit Infos versorgen, also da die Zielgruppe vom Newsletter klar zu bestimmen, also Presse, Schulklasse, Schule, will man die vorher sammeln, die Liste, also da muss man vorher eine Entscheidung treffen, dann muss man entscheiden, was man tatsächlich in den Newsletter reinschreibt und vor allen Dingen auch noch, und das ist nicht ganz unwichtig, wie oft
und zu welchem Anlass das gemacht wird. Das sollte anfänglich auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wenn man all das entschieden hat, dann kann man sich eben auch nochmal umgucken, wie man den Newsletter verschicken kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kann man entweder einfach über eine E-Mail machen, dann ist es meistens aber nicht so schön gestaltet. Oder man greift eben auf Programme zurück, wie zum Beispiel Mailchimp, die einem da viel Arbeit abnehmen, gerade was die Verwaltung des Newsletters betrifft. Hast du da vielleicht ein Beispiel dazu, was wir uns mal angucken könnten? Ich kann ja mal in Mailchimp kurz reinklicken, dann könnt ihr mal sehen, wie die Oberfläche aussieht. Ich teile mal meinen Bildschirm. Also ein Tool, was ich ganz gerne benutze, um Newsletter zu erstellen, ist dieses Mailchimp. Hier ist der kleine Schimpanse, der immer wieder in dem Tool auftaucht. Und in diesem Tool kann man Kampagnen organisieren, Campaigns genannt. Kampagnen sind eben jeder einzelne Newsletter ist eine Kampagne. Und wenn ich jetzt da mal raufgehe, dann seht ihr auch gleich, was für Kampagnen ich so angelegt habe. Das ist ein Reminder, da ist ein Follow-up, da ist eine Einladung und eine Anmeldung. Und genau, die lassen sich verwalten und auch nochmal anschauen, genau über diese Kampagnen. Hier sieht man auch nochmal, wer geklickt hat, wer geöffnet hat, gibt es also auch Auswertungen. Und ich kann natürlich so ein Newsletter auch vorbereiten, indem er immer denselben Look hat. Da gehe ich dann hier oben auf Templates. In den Templates gibt es dann Style-Vorlagen, Stilvorlagen, die ich entsprechend mit Farbgebung, Schriftart, Grafiken, Logos und so weiter gestalten kann. Und da gibt es eben sehr viele verschiedene Sachen für. Ihr könnt dann immer auf dasselbe Template zurückgreifen und es hat immer denselben Look, welchen Newsletter auch immer ihr verschickt. Hier oben gibt es noch den dritten Reiter, die Lists. Hier sind die Leute aufgeführt, die den Newsletter erhalten sollen, Subscribers genannt. Jede Liste besteht sozusagen aus Vorname, Nachname, Institution, E-Mail-Adresse der Newsletter-Empfängerin und ihr könnt das selbst verwalten. Und hier hinten bei Reports könnt ihr euch dann auch nochmal genau angucken, wer hat wann was sich wo angeguckt. Hier seht ihr auch, gibt es nochmal so eine schöne Auflistung von Mailchimp, was ist so der Durchschnitt in der Industrie, was ist so die Rate, in der bei unserem Newsletter geöffnet wird. Also wir sind weit über dem Durchschnitt der Industrie. Wow. Auch sehr schön. was, glaube ich, noch ganz wichtig ist, ist, dass ihr eine Newsletter-Anmeldung auch ganz entspannt über WordPress einbinden könnt. Das heißt, wenn ihr wollt, dass nicht nur Leute, die ihr vorher gefragt habt, ob sie auf eure Newsletter bekommen wollen und euch eure E-Mail-Adresse gegeben haben auf einer Unterschriftenliste oder irgendwas, wenn ihr nicht nur die haben wollt, sondern auch Leute, die mal über eure Webseite stolpern, was ganz toll ist bei Mailchimp, auch in der Weiterverwendung, ist, dass man die Newsletter-Anmeldung auf seiner Webseite einbinden kann. Normalerweise, wenn ihr ein Newsletter aufsetzen wollt und an bestimmte Leute verschicken, also an eine Liste von Leute, dann müsst ihr natürlich erstmal deren E-Mail-Adressen erfragen und auch deren Einverständnis, dass sie wirklich euren Newsletter bekommen wollen. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten gilt euer Newsletter als Spam und ihr wollt ja nicht Spammer im Netz sein. Also Einverständnis erfragen und die E-Mail-Adresse von den Leuten bekommen. Die können sich aber auch selber eintragen und dafür ist so eine Einbindung gut. Bei WordPress funktioniert es mit Mailchimp ganz einfach. Da gibt es ein extra Plugin und damit könnt ihr dann auf eurem Blog oder eurer Webseite einfach ein kleines Formularfeld öffnen lassen und da steht dann Name und E-Mail-Adresse. Ja, ich möchte eure Newsletter empfangen und dann werden die Leute automatisch zu euren Listen dazugefügt mit allen Daten, die ihr von ihnen abfragt. Vielleicht da auch nochmal kurz der Tipp, seid so datensparsam wie möglich. Wenn die Leute wirklich nur Informationen haben wollen von euch, dann reicht es, wenn ihr ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse habt. Ihr müsst nicht noch tausend andere Sachen abfragen. Okay, das war ja jetzt schon eine ganze Menge. Wir wissen jetzt, wie wir, worauf wir achten müssen, wenn wir einen Newsletter erstellen und womit wir einen Newsletter erstellen. Ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Robert, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und deine Erfahrung. Und ich sage, wir müssen uns nochmal kurz High Five geben. Tja! Vielen Dank
Und zu euch sage ich, macht's gut. Bye bye. Tschüss. Danke, macht's gut. Ciao.